So, das ist in El Castillo jetzt die alte Kirche. Sie wird jetzt als Pfarrsaal benutzt. Direkt neben der Kirche eine Apotheke. Die ist also von der Pfarrei selber eingerichtet. Ja, ist gleichzeitig das Pfarrbüro. Aber die Pfarreien, die leben ja von Nebeneinnahmen. Und darum wird hier quasi in El Castillo mit Medikamenten gehandelt. Die Medikamente kommen aus einer Einrichtung der Caritas, sind verbilligte Medikamente, die verkauft werden. Im Centro de Salud, im Gesundheitszentrum, sagte sie, gibt es weniger als hier. Also es ist ein relativ großer Ort hier, trotzdem hat das Gesundheitszentrum weniger Medikamente als hier. Und hier werden die Medikamente angeboten, verbilligt, billiger als in einer normalen Apotheke, die ja rein privates Interesse haben. Und ¿cómo se llama usted? Dolores Talavera. Dolores Talavera. Usted es la secretaria de la farmacia y de la iglesia. De la iglesia al mismo tiempo. Al ya mismo también. Tiempo. Sí. Ya también da fe de bautismo. Sí. Todo firma de bautismo, de confirma, ja. De matrimonio. Es gibt also so Taufzeugnisse und Firmenzeugnisse gleichzeitig und verkauft eben gleichzeitig die Medizin. Usted dice, usted da al Centro de Salud una lista de su medicina. Sie gibt also dem Gesundheitszentrum eine Liste, was sie hier haben und anbieten. Dementsprechend bietet dann, ja, das ist die Liste mit den Preisen. Das sind also verbilligte Preise. Und das Gesundheitszentrum, wenn es eben geht, verschreibt dann das, was man hier kriegen kann. Ja, das ist also so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Y viene mucha gente aquí. Sí, vienen bastante ja. Gente a comprar. Sí. ¿Hay otra farmacia en el castillo? Pues no, en las pulperías hay pequeños medicamentos. Ich habe also gefragt, ob es eine andere Apotheke gibt. Sie sagte, eine Apotheke gibt es nicht, sondern manche kleine Läden, die verkaufen neben Kaffee oder Milch oder Zucker, verkaufen die auch Medizin. Es ist also üblich hier in Nicaragua, dass man also nicht Pharmazeut sein muss, Apotheker, Studierter, sondern eigentlich kann jeder Medizin verkaufen. Aber bueno. Es más caro en las pulperías. En las pulperías son más caras. Por ejemplo, el Ambrosol yo aquí lo doy a 19,50. En la pulpería están a 30, 40 pesos. Also, sie hat jetzt also ein Medikament genannt. Sie sagt, es ist in den Pulperías, die rein privat sind, ist es teurer. Also hier ein Medikament hat sie genannt. Hier kostet es 19 Cordoba, in der Pulperia 30. Ja, also schon ein ziemlicher Unterschied. Eine Frage. Wie viele Leute kommen im Monat circa, die hier Medikamente brauchen, die im Gesundheitszentrum, im offiziellen Gesundheitszentrum nichts bekommen. ¿Cuánta gente llega aquí con recetas buscando medicina que aquí usted se le da a ellos, pero que no pueden conseguir en el centro de salud? Son muchos. ¿O? Son bastante, como el 35% más o menos vienen aquí a buscar de ahí del centro de salud. Ja, cuando no hay. Also 35% der Kunden, die hier hinkommen, die waren vorher im Gesundheitszentrum, haben dort nichts bekommen und finden das hier. Aquí no hay de todo, pero hay muchas cosas. Sí, lo que se vende más son cosas que como antibiótico para la gripe, solamente eso. Also hauptsächlich, was hier verkauft wird, sind so generelle Sachen, so Antibiotika, Grippemittel. Si una persona necesita medicina especial, tiene que ir a San Carlos. Tiene que ir a San Carlos porque, por ejemplo, Juan 23 casi no tiene ese medicamento. Ah, ja. Sí. Also diese Caritas-Einrichtung Johannes der 23, die aus Managua Medizin schickt, die haben eigentlich keine Spezialitäten, keine speziellen Medikamente, sondern mehr so allgemein, ja, für Grippe, für Parasiten, ja, ich sehe für Parasiten, Kopfschmerzen und sowas. Also das heißt, es ist mehr so eine allgemeine Medizin hier. Ne? Also noch eine Frage. Wenn 35% der Menschen von den Patienten hierher kommen, die unten im offiziellen Gesundheitszentrum keine Medikamente bekommen, wie wird das denn da gehandhabt? Wer zuerst kommt, mal zuerst? Also wer zuerst kommt, bekommt Medikamente und die später kommen, kriegen keine? Oder werden bestimmte Leute bevorzugt? En el centro de salud hay una cierta cantidad de medicamentos, sí. Y los que llegan primero reciben, los que vienen atrasados, los ya que llegan quedan atrasados, por ejemplo, ya no encuentran lo ya, que llegan primero. Ya, zuerst, logran ya bastante, ¿verdad? Pero ya, ya lo. Y como se los mandan cada 3, 4 meses, así. Entonces, ellos
se abastecen con lo de aquí, no, ni mandan aquí a la gente, pues, porque es más favorable la. Also eine begrenzte Anzahl von Medikamenten und wer zuerst kommt, der mal zuerst. Ne? Noch eine Frage? Por ejemplo, aquí está este folleto que nos manda Juan 23. Esta es la lista de medicamentos que ellos manejan allá y los precios que ellos nos dan a nosotros. Das ist also die Liste von Juan 23, von der Caritas, also die Medikamente, die die haben und senden, mit den Preisen, die hier die Pfarrei bezahlen muss. Ja, und dann gibt es eben die Gewinnspanne und... Das ist das, was der Pfarrei verbleibt. Wie gesagt, die Pfarrei selber muss eben auch gucken, wie sie Einkommen bekommt. Con este formato nosotros aquí llenamos, aquí hacemos el pedido y nosotros lo mandamos. Ah ja, dann füllt sie hier also die Liste regelmäßig aus, was gebraucht wird und schickt die nach Managua und dann werden die entsprechend geschickt. Heute, hoy por ejemplo viene el barco. Hoy viene y con una lista nueva de precios. Ah ja. Cada tres meses nos cambian la lista de precios. Also ich sagte heute. Heute kommt gerade zufälligerweise das Boot und bringt die Kiste mit den Medikamenten, die sie bestellt hat und gleichzeitig mit der neuen Liste, was sie haben und was, welche Preise das sind. In welchem Rhythmus wird denn das offizielle Gesundheitszentrum mit Medikamenten beliefert? ¿Cada cuándo recibe el Centro de Salud Medicina? ¿Cada día? ¿Cada semana? O? No, cada este... Que reciben ellos medicamentos. Ya, ellos reciben medicamentos cada semana. No, ellos le mandan, por ejemplo, cada tres meses, según como esté Managua, el MINSA de Managua les manda a ellos. A veces se llevan buenas temporadas, a veces no tienen casi entre 6-7 meses y así. Entonces, ahí donde nosotros logramos vender un poquito más. Achso, sie sagt also, das Gesundheitsministerium schickt im Grunde so nach. Eigenem Gefühl, Medizin. Sie sagt, manchmal kann es vorkommen, dass das Gesundheitszentrum ein halbes Jahr ohne Medikamente bleibt. Ne? Also, dass nichts nachgeschickt wird. Also, ziemlich. Estamos muy lejos del centro. Aquí viene poco, más cerca hay más. Wir sind ziemlich weit weg hier vom Zentrum, von Managua. Das heißt, in dieser Zone, das war früher auch immer schon der Spruch. Más favorable en Managua, más cerca en el departamento. Ja. Also MINSA, also das Gesundheitsministerium, denkt sich dann, die anderen Städte sind näher, da kann man einfacher was hinschicken. Hier ist ziemlich kompliziert wegen dem Transport. Also. Hay veces ellos se ayudan con donaciones que mandan otros países. Also, das Gesundheitszentrum bekommt außerdem noch Zuwendung, also Geschenke, ja, dass bestimmte Organisationen schicken. Pero Ortega ahorita dice que ya no quiere a los donantes. Ja, wo ja, hier... De que lo están cortando, por quien sufre son la gente, gente campesina. Exactamente. Porque antes venían bastante donaciones, entonces no fallaba el medicamento en la farmacia del centro de salud. Also sagt, also vorher lebte das Gesundheitszentrum hier fast von, hauptsächlich nicht von MINSA, vom Gesundheitsministerium, sondern was die Privatorganisationen schickten an Medikamenten, das war relativ viel, also auf jeden Fall mehr als was MINSA schickte. Jetzt, weil Ortega eben gesagt hat, eigentlich braucht er doch gar nicht diese privaten Organisationen oder die Nichtregierungsorganisationen, er braucht sie gar nicht. Er hat sich fast rausgeworfen, aus dem einfachen Grund, weil er keine Kontrolle über sie hat. Das heißt, jetzt im Moment ist es wirklich so, dass die Medizin, die MINSA schickt, das Einzige ist. Asi? Noch eine Frage. Das Gesundheitszentrum weiß ja, dass es diese Einrichtung hier gibt. Schickt denn das Gesundheitszentrum bewusst Leute hierher, um eigene Medikamente zurückzubehalten? Was jetzt in die eigene Tasche wirtschaften? Ja, oder um die Medikamente zurückzubehalten, um es anderen zu geben. Oder dass sie da sagen, auch geht erstmal da hoch, holt euch da was, bevor sie ihre eigenen Medikamente verteilen. ¿Qué piensa usted? ¿Hay corrupción en el centro de salud que, digamos, uno de los médicos se mete en su propia bolsa de medicina para vendérsela en su propia farmacia? Porque estuvimos en el Morito, allá hubo un médico que dijo, a la par de ser médico, también tenía su propia farmacia y vendió allá medicina. Él recetó a la gente, al mismo tiempo vendió en su farmacia. Es una forma de corrupción, para decir la verdad. ¿Aquí hay algo parecido? No, aquí no hay. No, el doctor que está aquí lo mandan de San Carlos para acá, pero no tiene él su... que pueda vender medicina él aparte, ¿no? Ah, ja. Sí. Gut, also ich glaube, dass es relativ integer hier zugeht. Ne? Also Korruption hält sich hier nicht für präsent.
Okay. Wer hat denn hier am meisten Medikamente nötig? Frauen, Kinder und wenn? Für welche Erkrankungen? Für welche Krankheiten? ¿Y quién más necesita de medicamentos? Niños, mujeres, varones? ¿Y qué tipo de enfermedades? Bueno, aquí lo que hay mucho es la gripe. El gripe viel. Mucho ataca la gripe, infecciones en la glándula, entonces son esos los medicamentos que más se venden. Also Mandelentzündung, sí. Grippe, Erkältungskrankheiten. Sí. ¿Y quién más? ¿Niños, mujeres, adultos? Personas ya mayores de edad, entonces ältere Leute son los auch. Que más se enferman. Sí. Ältere Leute auch sind hier anfällig. Hat sie ungefähr eine Vorstellung davon oder eine Ahnung davon, wie hoch hier die Mütter- und Kindersterblichkeitsrate ist? La mortalidad de madres embarazadas o de mujeres que dan a luz, ¿es, es alto aquí? Oh. No, aquí en la zona casi no se mira. Mm. Sí. Also, gibt es fast gar nicht mehr. Das ist der Grund, das war wirklich ein Projekt, was hier, was man überall sieht, so Mütterhäuser. Ich scheine wirklich, dass das eins der Projekte ist, die im Moment ganz gut funktionieren. Dass also Schwangere wirklich in bestimmten Häusern untergebracht werden und dann wirklich eine gute Betreuung haben. In tiempos pasados hubo una gran mortalidad. Sí, pero recuerdo bien. Ahorita está bien, sí, ya. Está mucho, bien. Mucho trabajo en esto. Sí, mm, hay sí. Bastante trabajo. Okay. Wie viele Menschen leben hier im Ort? ¿Sabe cuántos habitantes hay en el castillo? Ah, no, no, no. No sabe. No, no, no sabe. Ich glaube so um die 2000, würde ich mal sagen. Kann gleich nochmal fragen. Das würde bedeuten, 700 Menschen kommen regelmäßig hierher, die Medikamente brauchen. Bei 35%, Ach so. Kann man sagen, ein Drittel. Supongamos, más o menos 2.000 personas viven aquí, 35% son 700. Sí, okay. Es que vienen de las comarcas del Cavilán, de la Cubana, de la Bijagua, de Bartola, de la Pintada, del Romerito, Bosque Escalera. Así de personas de la frontera también vienen gente a buscar medicinas aquí. Ah, sí. Also ein ganz großer Teil der Leute, die hier hinkommen, das sind Leute aus den umliegenden Comarcas, aus den, also Campesinos, ja, die, aus dem, auf dem Land, also weniger, weniger aus dem Ort, sondern mehr aus den zugehörigen Orten. Muy bien, muchas gracias, señora, y mucho éxito en el labor, y que el Señor le bendiga. Bueno, okay.